Ja, hi und herzlich willkommen hier zurück bei einer weiteren Runde gestrandet im LPT mit dem lieben Niklas. Ja, hallo. Ja, wir sind wieder hier, wir versuchen unser Bestes. Und ja, dann lass uns doch einfach mal starten. Du hast schon was ein bisschen getan hier offline, habe ich gehört. Ja, also ich habe hier Ja, den wo, wo, Verzaubertisch. Den Verzaubertisch, der stand hier in der Ecke, ja. meine Ecke! Du klaust Und meine Ecke. Du hast mich nicht mal gefragt, da ist nicht mal ein Schild. Kennst du die Regeln nicht, du Panda? Ja? Was hast du? Den Amboss, ne? Den Amboss hier? ja, und den Amboss, den habe ich runtergebracht zur Monsterfalle. Alter, du bist doch so ein Und kleines Kind eigentlich, oder? Wie kannst du überhaupt so einen ganzen Amboss tragen? ja, Panda-Kraft. Panda-Kraft mit Brot. Ja, super. Ich würde gerne sehen, dass du auch Bambus frisst. Das wäre cool, wenn man den essen könnte. Das würde wirklich Ja. gut passen. Definitiv. Deswegen habe ich so gesagt. Hust. Gut, dann lass mal gucken, was du gemacht hast. Also, ich habe Genau. gestern schon mal versucht, deine Monster zu, Monsterfalle zu finden. Ich habe mich verirrt und wieder zurückgelaufen. Also, ich habe mich verirrt Also, und bin zurückgelaufen. Heißt, ich habe mich verirrt und wieder entirrt. Aber egal. Warum bist du nur so schnell auf der Treppe? ich renne. Nee, ich kann nicht rennen. Oh, hier ist ein Doppelbelegung, wa? Zweisamex. Ja, ey, mit Webcam wieder hier dabei. Ich hoffe, ich erschrecke euch nicht. Ich habe schon gehört, ich hätte Leute vorwarnen sollen vor dem ersten Horrorfilm. So, guck hier einfach durch. Da ist er. Bim, bim, bim. Die Hier ist er. Was? Wege Slime? sind Slime? Slime, Slime. Weißt du, wie oft wir hier Slimes gesucht haben? Ja, das ist jetzt schon der dritte, da waren ja gerade auch noch zwei. Ja, ey, warte mal, musst mich hier mit der Plünderung machen lassen. Ich habe jetzt schon 5 Slimeballs. Ich Ja, habe drei. Hammer. Hier, die Wege habe ich jetzt alle fertig gemacht. Wow. Wow, hast du auch ordentlich was gefunden, ja? Ach, ich soll mich Ja, wir haben gerade jetzt hinsetzen. 28 Diamanten. Und ich habe. 28 Diamanten? Du Ja. brauchst ja keine Dia-Rüstung, oder? Du rennst ja eh in einem Panda-Kostüm rum. Mann, sei doch Doch, so nicht ein so. bisschen Schutz wäre schon nicht schlecht. Dann geht man hier einfach hoch. Hier ist noch nicht so ein geiler Weg, aber der einzigste Weg hier hoch. Einzige. Oh, einmal pro Ja. Folge muss ich das sagen. Tut mir leid. So, und dann ist es hier eigentlich auch schon. Ach, Hier cool. geht man rein. Ja. Geht man hier runter. Hier ist jetzt die erste Etage. Wenn man jetzt, wenn man jetzt die Monsterfalle benutzen will, stellt man sich hier hin, irgendwie eine halbe Stunde, 15 Minuten AFK hin. Da oben ist halt ein Spawnraum. Die Spawn werden runtergetrieben, fallen da runter. Was Haben ist nur denn da noch mit dem Glas? Ich verstehe das nicht. Spinnen, die springen gerne in Wasser. Und wenn sie halt dann aus dem Wasser kommen und Ach einen so. Block noch höher springen, würden sie Ja. 15 Blöcke fallen und würden sterben. Und das wollen wir ja nicht. Ach so, der Spawner ist. Ah, ich verstehe. Ja, das sind genau 14 Blöcke, wenn du mal durchzählen willst oder so. Ich Und ja, vertraue dir da jetzt an der Stelle. dann fallen Okay. sie runter, haben noch ein halbes Herz, also mit einem Schlag, Ich gehe mal runter, ich gehe manchmal mal auch gucken. zwei Schläge. Dann geht man hier runter. Ich kann aber nur mit dem Wollteppich zuhauen. So, und hier ist zum Beispiel eine Spinne. Die war jetzt zwei Schläge zum Beispiel. Aber wenn du dich dann wirklich mal hinstellst ein bisschen. Warum hast du jetzt hier noch so eine, diese Holzblöcke? Sonst greifen die einen an, oder was? Man kann auch zum Beispiel hier habe ich ja zwei Blöcke reingemacht jeweils. Die sind dazu da, dass man die Drops, die sie noch so fallen lassen, aufsammeln kann. Man muss halt dann hier in die Ecke gehen. Das Verstehe. darf man auch nicht machen, wenn die gerade da unten alle drin sind, weil die könnte ich auch durch den Block dann durch vergiften. Das ist Durch ein den bisschen Block. ärgerlich. Ja, wenn du dich hier reinstellst und die Sachen einsammeln willst. Also man kann die Frechheit. so. Ja. Und hier stellst du dich dann einfach hin, klopfst ein bisschen drauf, irgendwie 5 Minuten oder so, dann sind Aber hier also kommt gar maximal. keiner. Ja, wir sind jetzt auch gerade Ach nicht nah Scheiße. genug dran. Sind wir nicht im Spawn-Bereich irgendwie? Nee, 15 Blöcke nur. Auch nach oben und unten, ja? Ach. Ja, und dann hier, wenn du hier hinter reinkommst. Ah, hier hast du alles hingebaut, ja? Ja, Und und wenn du mal kannst du. hier oben reinguckst, das war, also in die obere, das war das, was ich aus circa einer halben Stunde AFK rausbekommen habe an Strings und Spinnenaugen. Ah, Darunter cool, die okay. ganzen Bücher. Ich glaube, da habe ich zwei oder drei neue schon reingetan, die ich dann halt selbst verzaubert habe. Der Rest sind die, die wir halt auch hatten. Und ansonsten sind die Kisten halt noch leer. Aber das sind jetzt hier halt fast 4 Stacks Strings, die wir hier rausbekommen haben. Ja. Aus einmal AFK sein. Für Alles klar, ja verstehe. wirklich halbe Stunde oder so. Ist ja nicht schlecht. Was wollen wir mit den Strings machen? Wolle, oder?
Ja, Wolle und man kann, Böhm, wenn man... Angel. Ja? Das auch. Und wenn man hier mit Redstone arbeitet, kann man sie auch auf der Erde legen. Achso, als... Die bekommt Schaden, die bekommt Schaden. Du meinst jetzt hier mit diesen Haken und so weiter, meinst du? Ja. Genau. Ja, naja, gut, okay, alles klar. Die spawnen ja jetzt hier auch schon, ist jetzt schon die dritte. Ah, kommt relativ fix denn doch hier, richtig. Ja. Also, für die Leute, die es gerne mal nachbauen wollen, 14 Blöcke dürfen so maximal fallen, ja? Ja, 14 Blöcke und dann haben sie noch ein halbes Herz. Man muss halt beachten, dass sie wirklich, wenn man sie da rausschwimmt, nicht nur mal hochspringen können. Deshalb irgendwas einfach drüber bauen. Ich habe jetzt einfach Glas genommen. Verstehe. Ja, und hier unten, okay, ganz wichtig, im Raum, siehst du gleich da unten, da ist eine kleine Kante. Da habe ich 2 Blöcke an jeder Seite reingebaut, weil sonst könnten sie halt an der Seite wieder hochklettern. Das wollen wir ja auch. Ach so, okay. Da kann man, ich versuch's mal gerade zu sehen. Ist ein bisschen schwierig. Wo ist denn da die Kante? Ach so, nee, da ist das eine Kante. Ist auch hinten an der Rückwand eine Kante, ja, ne? Ja, an jeder Seite. Da kann man so schlecht sehen, deswegen. Ja, ist okay, jetzt ein bisschen doof, weil es da hell ist und so. Ach so, da sieht man mit den Schildern, okay, habe ich einfach das Wasser aufgehalten, dass es da nicht weiterfließt. Weil die sollen ja auch Schaden bekommen und nicht mit dem Wasser runterfließen. Ja, nee, sieht super aus. Und da oben ist halt ein 7x7 großer Spawnraum einfach. Und hier unten 1 bis 2 Schläge und die sind tot hier alle. Ja, 2 Schläge waren es gewesen jetzt. Aber du sammelst übrigens die ganzen Erfahrungspunkte auf fast hier, oder was? Ja, also das ist immer gut, wenn man sich da in eine Ecke stellt, so hier irgendwie. Ja, wenn der andere also haut, ne? Definitiv, wenn der andere haut, dann kann man sich auf jeden Fall da hinstellen, gebe ich dir recht. So, kleine Ecke. Dann sieht man hier die Strings und so weiter und die wollen hier rein tun. So. Was meinst du, was ist effektiver? Die hier oder so eine Zombie? Im Zombie ist der Vorteil, dass nochmal so ein paar Accessoires rumkommen, ne? Verzauberte Geschichten, Gegenstände. Ja, aber ich sag mal so, das ist abgenutzt und dann nur Gold oder Kette. Ja. Ne? Das darf man nicht vergessen, also. Gold und Kette ist ja bei weitem nicht so gut wie Eisen oder Diamant. Ja, das ist richtig, aber ich habe jetzt einen Goldharnisch mit 4-fach Schutz und 2-mal Haltbarkeit. Hält auch, ist auch nicht so schlecht. Aber naja, gut, ich meine, Diamant und dann ein paar ordentliche Bücher ist natürlich wesentlich besser, gebe ich dir schon recht. Passt schon, okay, ja, danke dir. Auf jeden Fall eine super Geschichte hier. Ach, kann ich ja die aufsammeln, wa? Upsala. Okay. Ja, nice. Muss man sich halt bei. Es ist natürlich doof, dass man jetzt hier hoch sich wandern muss, ne? Irgendwie so ein Stück weit. Hm. Aber kann man nicht ändern, ja, ist jetzt egal. Hauptsache, es funktioniert. Oh, Mikrofon gegengehauen. Ja, dann lass mal weiter wandern. Und da haben wir jetzt noch eine zweite. Kann man da noch irgendwas verbinden oder sind die leider zu weit auseinander? Die sind viel zu weit auseinander. Also, das wird nicht gehen. Wenn du hier hinten nochmal vielleicht reinkommen willst. Na klar. Einen Augenblick. Ich bin gleich da. Hier kann man jetzt nochmal reingucken. Kommen jetzt zwar alle hier hin, aber. Was ist das? Ach, hier ist es da, wo die runtergekommen sind, ja, oder was? Ja. Die werden hier gespawnt. Ach, hier gespawnt. Oben ist der Spawner, Blöcke, oder? Ja. Ach, da ist der. Okay, hab ich nicht gesehen. Ja, okay. Alles klar? So, ja. So, und wo ist denn hier ein Huhn? Oh, hier ist ein Creeper. Wow, ganz knapp gekriegt. Okay, gibt's hier unten jetzt noch... Guck mal, ich habe doch letztes Mal gelacht. Ich habe dir doch gesagt gehabt, hier von wegen, ja, wir haben ja zu wenig Eisen für die Schienen, ne? Ja, genau. Ja. Und? Bist du auf die Lösung gekommen? Ja, jetzt so gerade, wo du es sagst. Ey. Genau. Lass uns einfach die scheiß Schienen mitnehmen. Ey, wir sind hier in einer fetten Mine. Hier ist kein anderes, hier ist kein anderer unterwegs. Wir haben so viele Möglichkeiten, diese hässlichen Schienen abzubauen. Warum sollten wir jetzt noch eigene Schienen bauen, oder? Ja, aber wir brauchen ja nach wie vor diese Goldschienen. Boosterrails. Ja. Ja, aber da brauchst du ja kein Eisen für, oder? Ich meine ein Eisen und ein Gold oder so. Oh, oder Eisen, ja, und aber alle 6 oder 7 Schienen, das ist lange nicht so teuer, als wenn wir 6 oder 7-fach die ganzen Schienen bauen müssten. Darfst du nicht vergessen, also wo ist denn das Verhältnis? Mal ganz ehrlich. Niklas, hast du noch ein paar Fackeln für mich, die ich mal ganz kurz aufstellen kann? Ja, hier, warte. Lass uns mal kurz durchgehen und ein paar Schienen hier absammeln.
Weil dann brauchen wir den ganzen Scheißweg nie laufen. So, okay. Ja, ich helfe dir sofort. Ich bin mal ganz kurz für 2 Minuten ganz kurz weg. Nein! Ja, und so war der Pirat wieder alleine. Sein Leben traurig. Okay, wir bauen uns ein bisschen Holz ab. Ich denke, dann machen wir uns eigene Fackeln. Bevor ich mich hier vom Niklas noch abhängig mache oder sowas in der Richtung. Ja, Leute, es ist auf jeden Fall sehr spannend, was wir hier gerade noch alles so vorhaben. Ich weiß, oben muss es auch weitergehen und das wird's auch. Da werden wir richtig noch Banane machen. Aber, ui. Ich hab da gerade reingeguckt, da wollte ich doch nicht reinspringen. Egal. Aber das muss ich gleich wieder zubauen. Weil, wenn ich das nicht mache, ich kenne mindestens eine Person, die hier auf jeden Fall einfach reinlaufen würde. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Person kennt. Ja, so aus Erfahrung irgendwie. Fällt mit N an und hört mit Iklas auf. Und, ich Idiot. Also er fängt auf jeden Fall nicht mit D an, weil ich wäre reingerannt. Sonst, scheiße. Gut, schön blamiert, fast schon, aber egal. So, wir brauchten Sticks und jetzt bräuchten wir noch... Oh, guck mal, wie viel Gold hier liegt. Mal ganz ehrlich, ja, also... komm, ich baue gerade nochmal eine Workbench. So. Und die scheiß Erde brauchen wir auch nicht. Und dann machen wir uns ganz kurz die Workbench hier fertig. Das machen wir einfach mal jetzt hier so parallel. Und dann machen wir uns nochmal eine schicke Eisenspitzhacke. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier gerade gleich noch wegschmeißen. Diesen hässlichen gelben brauchen wir nicht. Und jetzt suchen wir uns noch Kohle. Kohle war, glaube ich, hier drüben irgendwo gewesen. Genau, da drüben sehe ich es ja schon. So, ich habe hier alles zugemacht. Ja, dann haben wir nämlich noch ein bisschen Kohle. Muss mal gucken, wie meine Kamera hier ist. Ich stelle die mal kurz ein bisschen runter. In der Hoffnung, dass es dann einigermaßen geht irgendwie. Ich denke schon. Weil ich habe halt keine Lust, so ganz aufrecht zu sitzen hier. Kennt ihr bestimmt, oder? Manchmal möchte man einfach so ein bisschen Larifari machen beim Sitzen. So, und so geht's mir jetzt gerade. Guck mal, hier haben wir normale Höhle. Siehst du, irgendwo muss doch immer Kohle sein. Man findet immer irgendwo Kohle. Wenn man nicht faul ist, findet man immer irgendwo Kohle. Nur ich finde wahrscheinlich den Weg nicht mehr zurück, aber das ist eine andere Geschichte. Haben wir gleich nämlich noch ein paar von diesen Fackeln, leuchten wir uns die Höhle hier unten aus. Und man weiß ja nicht, was wir noch für andere Geheimnisse finden. Ich meine, vielleicht finden wir noch eine ultimative... Was können wir ultimativ finden? Eine Kiste? Wo vielleicht Sachen drin sind, die interessant sind oder so? Ganze Eisen müssen wir noch abbauen, aber das können wir alles nach und nach machen. Guckt man sich mal an, wie viel Eisen hier liegt. Ramble. Ja, Niklas, der hat ja gesagt, er ist nur ein paar Minuten weg. Das sind so die Geschichten, wie sie anfangen. Er ist nur ein paar Minuten weg, er wollte nur mal eben kurz, weiß ich nicht, Erwachsene würden sagen, Zigaretten holen gehen. Er ist, weiß der Geier, was er jetzt gerade macht oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ist er gerade weg und abgesehen davon, dass er mich hier einfach alle... Da ist er! Da bin ich. Zum Glück habe ich ihn gesehen. Er wollte bestimmt nur zuhören und warten, was ich noch so erzähle. Ah, nein, da ist der Pirat ihm zuvor gekommen. Nee, ist klar, ist okay. Ist in Ordnung. Wollte meine Mutter jetzt ernsthaft, dass ich der Boxen Große. Von meinem Bruder in seinem Zimmer abbaue, weil er anscheinend zu dumm dafür war. War. Das heißt, du hast es ihm beigebracht? Nee, er hat sich nach unten verpisst und ist jetzt wahrscheinlich mit meiner Schwester am Fernsehen gucken gerade. Wie, und du machst jetzt gar nichts, oder was? Oder musstest du jetzt doch nichts machen irgendwie, oder? Ich musste die jetzt schnell abbauen. Och, nee, echt? Ja, echt. Tja, hast du mal auf den großen Freund von Google verwiesen? Ja. So schön deine Mutter, so, hier Muttern. Guck jetzt mal Lass bei Google. Ich muss das noch abbauen, ich hab, Glück. Ach so. Ja, Niklas, du hast Glück, ja. Ich nicht. Ich kann's auch nicht aufsammeln, ich habe nämlich alles voll. Ja, die Eier, die brauche ich nicht. Genau. Ja. Hilft ja nichts, wenn man hier irgendwie Schienen oder sowas, die ist ja egal, die kann ich ja auch abbauen. Ja, ich glaube, da geht man nicht gerade sehr viel mehr raus, wenn man Glück hat. Ja, wäre cool, oder? Wäre eigentlich ganz cool, ja. Aber ist nicht möglich. Genau. Gut, packen wir hier auch nochmal einen rein. Man hofft ja immer auf Bodenschätze noch irgendwo. Ich wäre auch beinahe gerade in Lava reingelaufen, währenddessen ich erzählt habe, dass du ja hier in Lava reinlaufen würdest.
Sehr talentiert. Ach, guck mal, ich habe einen Enderman gefunden. Den tötest du, glaube ich, besser, ne? Da unten ist eine Crafting Box, ist das dein, ne? Ja. Ah, scheiße, Skelett auf. Bett. Drecksvieh. Oh, hier ist eine Kiste mit Minecraft. Oh, zeig. Hier. Ich will sehen. Ich habe gesagt, ich will eine Kiste finden. Warte mal, soll ich mir reingucken? Ist aber nur Lapis, Brot und. Ja, Melonen. Kannst du halten. Ja, Melonen. Ja, Melonen. Ja, hat schon jemand Melonen? Natürlich haben die schon. Die haben schon alles. Die haben schon. Außer in die Hölle, da ist noch keiner gegangen, aber ansonsten haben alle alles. Ich denke, wegen Rohstoffen, ich bin ja eh voll hier. Können wir ja nochmal separat losgehen, oder? Hier ist noch ein Enderman hier hinten bei mir. Wo? Da. Enderman. Super. Und wieder drei. Ja, ist doch cool. Enderperlen. Besiegen wir das Ende einfach. Mann, diese blöden Viecher, die schießen so schnell. Ja, das ist echt unglaublich. Das ist ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Ja, für meinen auch. Du kommst echt nicht ran. Mach zu, Alter. Diese scheiß Wassergeschichte. Läuft doch ab. Musst du ein bisschen Zeit lassen, Niklas. Ein bisschen Zeit. Ah, so, toll. Und hier war es dann auch schon. Hat sich ja richtig gelohnt, jetzt gerade der Ausflug hier. Ja. Ja gut, wir brauchen Maschinen. Wo kommen wir hier runter? Wir müssen wahrscheinlich eine Etage runterlaufen, oder? Ja, warte, stehen nicht. Nee, die stehen auch nicht auf. Aber jetzt habe ich meinen Card, das war auch Spaß. Wie viele Schienen hast du? 11. Ernsthaft? Ich habe 49. Ja, ich kam noch nicht zum Abbauen. Ich wollte mir Kohle holen. Außerdem musste ich mir erstmal noch eine Spitzhacke bauen. Die hatte ich auch nicht gehabt und deswegen musste ich gerade erstmal noch, weißt du? Macht da keinen Spaß an der Spitzhacke. Nee, macht auch keinen Spaß. Ja. Warum greift mich die nicht an? Konnte die mich nicht sehen? Oder es ist Tag. Aber es ist doch in der Höhle egal, oder? Ich glaube nicht, also... Ich glaube schon. Meine nicht. Und okay. Hier war dann die Mauer, die man auch von außen sieht, wenn man zur Spinnfalle geht. Achso. Ja stimmt, hier waren wir ja gewesen bei dem Ding gerade. Ja, er baut wieder ab. Dass hier drinnen Gras wächst, ist auch fantastisch, oder? Man könnte hier drin spawnen irgendwie am Start. Mann. Ja, würde das gehen? Nein. Hast du schon mal erlebt, dass irgendeiner mal irgendwo anders gespawnt ist, außer draußen irgendwo, wo er nie spawnen wollte? Nee, aber könnte sein irgendwie, dass das halt selten vorkommt. Weiß ich nicht. Oh, ich hab total... Kennst du das so im Winter, wenn so die heiße, die dämliche Trockenluft hier von der Heizung und so, die Augen so austrocknet? Oh ja, das kenne ich, das hasse ich. Wie die Pest, wa? Ja. Geht gar nicht. Nee, das merke ich auch gerade wieder. So, warum ist hier Lava? Warum höre ich hier ein Monster? Ich muss sagen, bei uns ist eigentlich... warm genug, dass ich die Heizung auslasse. Ich habe keine Heizung bei mir in meinem Zimmer. Ich habe keine Heizung in meinem Zimmer, klar. Scheiße, könnte ich bitte aufhören zu brennen? Fuck. Ich hab eine Heizung in meinem Zimmer, aber ich habe die nie an. Aber meine ganze restliche Wohnung wird, die eine Hälfte der Wohnung wird beheizt mit der, ja, und die gehen nur... Quatsch, Mann, was mache ich da? Was laber ich denn hier? Was ist denn hier los schon wieder für eine Scheiße? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren gerade. Irgendwie, weiß ich nicht. Bin schon Kaffee getrunken? Nee. Liegt an der heißen Luft. Leute, ich habe doch keinen Kaffee getrunken. Hier waren wir denn auch gerade schon. Jetzt habe ich meinen Kaffee getrunken. Genau, hier waren wir. Es liegt wirklich an der heißen Luft. Ich weiß nicht ganz genau. Irgendwie, habe ich hier so eine Heizungsrohre, die ganze Zeit durch mein Zimmer laufen. Und die restliche Wohnung beheizt oder die andere Hälfte. Das nervt mich. Aber das war doch nicht alles. Das war doch nicht alles. Die Mini geht ja zur anderen Seite noch weiter. Wo ist denn die andere Seite? Ah, guck mal, hier ist ein Creeper. Da war ein Creeper. Die andere Seite ist da, wo wir waren, als wir zum ersten Mal hier waren. In der Mine. Ach, guck mal hier. Komm mal mit. Du musst öfters irgendwo runterfallen. Du findest immer irgendeinen neuen Weg dann. Ah, ich glaube auch. Nochmal gerade ein bisschen Licht. Oh, Creeper und Co.
Ich mach mal die Creeper. Die fliegen bei mir so schön. Wollte gerade sagen, ich wollte einen Unkohl machen, aber da war irgendwie kein Unkohl mehr. Noch ein Creeper. So. Dann habe ich gleich, glaube ich, schon einen Platz mehr im Inventar. Ein Stack habe ich schon voll. Ein Stack hast du voll? Ja. Sehr cool. Ja, ich habe hier Redstone. Warte mal, ich sehe da auch ein paar Monster. Ich hoffe ja immer, wenn wir Monster finden, dass es hier irgendwo so einen Monster-Spawner noch gibt, ne? Ja, wobei, das kann man, glaube ich, mehr oder weniger nicht erhoffen. Nee, ist schon richtig. Ich hoffe einfach. Also, Mandy, darf ich nicht hoffen? Das darf man nicht erhoffen, was denn für ein Scheiß? Willst du mich in meinen Gedanken zensieren? Vielleicht. Nein! Oh, Alter. Da war... Ich dachte, du wärst da runtergegangen. Nein. So, lass mich hier drin sterben, dann fliegen die Sachen wenigstens nur hier drin. So. Ah, danke für die Level. Du schaffst es ja relativ schnell hier runter, oder? Ja. Wir waren ja jetzt nicht so weit vom Spawn weg. Nein, nein. Von meinem Spawn. Ich hab hier mein Bett im Keller. Da springt er da rein. Ja, da war ein übrigens, währenddessen du genau darunter. Währenddessen du AFK warst, habe ich darüber gesprochen, ja, dass es jemanden gibt hier, der ja sehr gerne mit Lava und so weiter. Ach, kann ich mir gar nicht vorstellen, von wem du da gesprochen hast. Ich weiß auch nicht. Aber schön, dass du es auf jeden Fall nochmal in der Folge demonstrieren wolltest. Ich finde sowas wirklich nett. Ja, also... ja, guck mal, wie nett ich bin, einfach nur. Ja. Oder Leute, auf jeden Fall nochmal ein Danke an den Niklas für seine Live-Demonstration hier in unserer gestrandeten Aufnahme. Scheiße. Nein, wirklich. Also das hätte ich dir auch gerne erspart, mir die Level zu geben. Da gehen immer so viele Flöten. Bei einem Lava-Fluss, wo bin ich gestorben? Hier, hinter, hier, hinter. Und rein. Danke. Ich habe hier Totenwache gehalten, weißt du? Oh, das ist aber nett. Oh, der klingt schon wieder makaber. Ach, wieso? So, ich hab ihn! Ja, Leute, ich warte immer noch, aber mich erschreckt kein Zombie. Also, ich würde ja gerne so einen Moment, so einen lustigen provozieren, aber ich meine, keine Ahnung. Es ist Dienstag früh, wa? Was soll man da provozieren? Alter, dieser Panda. Wenn er da so einfach nur anguckt und der Kopf vom Panda ist schon heavy. Ich bin die ganze Zeit am Hin- und Her wackeln, weil ich immer so ausweichen will. Da kommt von oben irgendwie so ein Zaun und ich duck mich noch und... Oh genau, jetzt fängt meine Mutter an zu staubsaugen. Ich hoffe, das hört man nicht. Nee, echt? Nee, höre ich nicht, aber ist ja cool. Die staubsaugende Mutter. Oh oh. Pass auf, da geht's runter. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte es ja nochmal sagen. Ich überlege aber gerade, in welche Richtung... Wow, was auf, was... Dauert das Skelett. Pass auf, da geht's runter. Hallo, heiße ich Niklas? Nein, heiße ich nicht. Hier wäre es auch nicht gut, dass man eine Runde Spleef spielt oder so. Würde ich mal sagen, das würde ich einfach sein lassen. Ich fange an. Ja, am Arsch. Wo waren die andere Hälfte nochmal gewesen von der Mine? Lass uns mal da zurücklaufen. Komm mit. Ey, du hast echt Orientierung hier oben? Unten? Nee, ich habe hier hinten nur Lapis Lazuli gesehen. Nein, doch. So mehr oder weniger habe ich. Du Eimer, du. Echt. Na los! So ich würde gerne. Ja, habe ich hier ein bisschen Orientierung. Warte. Abzweigung? Nein. Oh, was war denn das gerade? Das war kein Staubsauger. Wo bist du jetzt hin? Ich bin hinter dir irgendwo gewesen. Da bin ich. Wow! Da hat sich mein Creeper hinter mir in die Luft gejagt. Nö, hat sich auch gar nicht angebahnt mit so einem Psst. Und noch einer. Kannst du nicht einfach töten? Nee, ich wollte wissen, was hier oben ist. Ach so. Warum ist denn hier Cobblestone hingebaut? Ich war da auch schon mal wahrscheinlich oder so. Oder da ist die Monsterfalle. Das kann auch sein, die ist ja in der Richtung. Ach, hier ist unsere Mine. Kann es sein, dass du dich mal hier irgendwie wegen einer Höhle oder so? Denk mal kurz her. Das ist unsere, oder? Kannst du mal reingehen? Ja, das ist unsere. Okay, ja. Lass mal gleich da langlaufen, oder? Zack, zack, zack. Okay, was machst du denn da?
Der war doch falsch hier. Ja, das war dein Block, den du. Nein, den du, ich hab doch gerade gesagt, du hast die Koppelstone falsch, Mann. Alter. Wir müssen rüber, ja. Oder? Ja, genau zur anderen Seite. Wow. Und dann nach links, richtig? Ja. Falsch. Rechts. Wir wollen zur Mine. Ach so. Sag mal, Niklas. Ich dachte, wir wollen uns erstmal entleeren. Okay, dann laufen wir zurück und entleeren uns. Wir sollten mal vielleicht gucken. Ah, mich nervt das. Also wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir hier irgendwie so ein paar Minecarts dann auch mit Kisten befüllen, oder? Dass man die so hoch und runter schicken kann? Ja, genau. Ja, ich das könnte man machen. Nicht auf den Senkel. Hab mal, ich entleere mal ganz kurz unten. Wir haben nur noch die, oder? Ja, das ist die letzte hier unten, aber da werde ich bald auch mal gucken, dass ich den ganzen Kobel mal raushole oder so. Ich pack mal kurz meine Sachen hier rein. So, so, so. Ne, einmal Pfeile so. Könnte ich mitnehmen. Ich habe 1 Stack und 30 Schienen. Okay. Ich habe 51 Schienen nochmal. Aber ist ja eigentlich auch in Ordnung. Guck mal, dann haben wir wenigstens ein bisschen was hier. Kohle für ein paar Fackeln irgendwie. Nehme ich hier nochmal was mit. Okay. Warte, mache ich mal so. Und Eisen hatte ich hier, glaube ich, auch reingepackt. Alles klar. Für den Notfall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, oder? Ja, von mir aus gerne. Tschüss. Tschüss.